Herzlich willkommen zum letzten Beitrag von der magischen Talentshow. Viel Spaß mit Simon Schmidt. Heute schauen wir uns seine Zauberei an und gemeinsam werden wir ihn bewerten und ja, mal gucken, ob er ins Finale kommt. Ich kenne Simon auch persönlich. Wir haben uns vor Jahren mal kennengelernt und er hat auch bei meiner ersten Talentshow mitgemacht vor 5 Jahren, vor 6 Jahren. Absolut krass. Okay, ich bin gespannt. Er hat eine krasse Fingerfertigkeit, das weiß ich schon. Los geht's und go! Hey Marv, ich arbeite gerade an einem neuen Kunststück und ich habe mir gedacht, dein Contest ist die perfekte Gelegenheit, um das einfach mal auf Video aufzunehmen und zu dokumentieren. Super. Und es ist natürlich ein Kartenkunststück und es geht um unsichtbare Spielkarten. Zum Beispiel so unsichtbar wie die Karte, die hier auf dem Tisch liegt. Die wird nämlich erst sichtbar, wenn ich sie umdrehe. Okay. Und wir spielen jetzt hier mit diesen unsichtbaren Karten rum. Zum Beispiel kann ich eine Karte vom Spiel nehmen und die wird erst sichtbar, wenn ich sie zur anderen auf den Tisch lege. Geil, geil. Und sind 2 Karten sichtbar geworden. Ey, seine Fingerfertigkeit ist halt echt gut, da kann man echt nichts sagen. Und es geht mit jeder Karte. Ich kann zum Beispiel die nächste Karte hier nehmen. Noch ist sie sichtbar, noch könnt ihr sie sehen. Sobald ich sie aber in meine Hand nehme, wird sie unsichtbar. Und sie wird auch erst wieder sichtbar, wenn ich sie zu den anderen auf den Tisch lege. Stark. Die ersten 3 Karten sind angekommen. Und ihr müsst immer mitverfolgen, wie viele Karten wo sind. Also 3 auf dem Stapel. Ja, 3 hier auf dem Tisch und eine kommt jetzt vom großen Stapel. Okay. Ey, also die Performance, also die Routine, die kennt man. Ist eine bekannte Routine, sage ich jetzt mal. Aber es ist stark ausgeführt, echt. Eine Karte hier. Ich bin gespannt, ob es dann Finale dann noch gibt. Wird nicht mal in meiner Hand unsichtbar, sondern ich muss sie nur auf den Tisch legen. Aha. Dann wird sie auf dem Tisch unsichtbar. Geil. Muss sie auch gar nicht in die Hand nehmen. Es reicht, wenn ich sie auf dem Tisch in den Stapel reinschiebe. Und schon haben wir 4 Karten, die angekommen sind. Geil. Die nächste Karte. Ich berühre bei der nächsten Karte nicht mal den Stapel. Ich nehme sie gleich wieder unsichtbar und lege sie hier drauf. Also ich lege sie nicht drauf, ich lasse sie nur fallen. Achtung, ich zeige euch, was ich meine. Ich nehme sie vom Spiel. In meiner Hand, sie ist unsichtbar. Und ich lasse sie nur fallen. Und wenn ich den Stapel getroffen habe, ich hoffe, dann habe ich jetzt hier tatsächlich 5 Karten, die hey, stark, angekommen oder? Das ist ja sind. Und es geht natürlich nicht nur mit den 5 Karten, sondern es geht natürlich mit dem gesamten Kartenspiel. Hey! Oh, das war's. Oh, okay. Herzlichen Dank, Simon. Mega coole Performance. Krass, man kennt die Routine, aber echt sauber ausgeführt, kann man nichts sagen. Aber ihr bewertet wie immer zum letzten Mal unsere Künstler. Bewertet gerne den Simon von 1 bis 10 in den Kommentaren. Falls euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben. Und dann schauen wir in wenigen Tagen von den 5, wer hat am meisten Bewertungen, wer kommt ins Finale. 3 von euch kommen ins Finale und dann gibt es neue Beiträge. Ich freue mich auf jeden Fall, falls ihr es nicht verpassen wollt. Abonnieren, Glocke aktivieren und... Ey, ich bin gespannt auf die Talentshow. Wirklich, bisher mega krass. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr sie bisher findet.